Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Clive & Wrench, einem tollen Jump'n'Run. Gibt ja nicht mehr so viele. Also zum Beispiel von SpongeBob ist ein neues Spiel rausgekommen, wo ich den Namen nicht vergessen habe. Das hat mir nicht so gefallen. Ich bin auch nicht ganz so ein Cartoon-Fan. Aber dieses Spiel ist sehr toll. Wir setzen fort einfach. Und kommt wieder die Zwischensequenz. Nö, ich glaube nur einfach die Zeitreise. Wow. Jo, wir haben ein Level schon mal gemacht, so komplett wie möglich. Aber ich denke, es geht noch weiter. Vielleicht müssen wir irgendwas freischalten. Zeitreisen machen zum Beispiel. Wir gehen einfach nochmal rein. Mir ist aufgefallen im ersten Part, es ist noch ein bisschen buggy. Es gibt noch viele Sachen, wo man festhängt, wo manchmal nicht geht. Unsere Sachen. Und es gibt coole Achievements. Also ich musste da die Schwester einfach mal schlagen und ich habe ein Achievement bekommen. So, jetzt gehen wir irgendwie in eine andere Zeit und dann ist das Zimmer... Nein, das ist jetzt noch das. Genau, das ist jetzt noch das. Einen Schlüssel haben wir und zwei von diesen blauen Münzen. Ich habe eben ja noch ein bisschen gewartet, damit wir... ein bisschen Patch haben für Bugfixen und so Sachen. Schadet das uns? Lol. Frechheit. Zum Testen nochmals einen Schaden bekommen. Nochmal so einen Kuchen. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Also es fehlen Sachen, aber ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, ja, es ist so. Vielleicht können wir raus oder so. Oben irgendwie. Die Türe geht ja auch nicht auf. Ich muss mal alles nochmals kurz lesen. Oben sind visuelle Belastungen der Risse, die der rücksichtslose Dr. Daukus in der Raumzeit verursacht hat. Fangen Sie ein, um das Kontinuum zu reparieren, sobald du dir genug geschnappt hast. Können wir Daukus in eine andere Ära verfolgen? Okay. Jo, die Schrift ist, wie letztens gesagt, halt sehr schwer zu lesen. Tut mir leid für die Aussprache. Dankeschön. Aber die Kamera brauche ich. Richtig. Wie war das? Ja, okay. So komme ich auch hoch. Muss ich noch nicht das hier rauswählen? Okay. Und dann hüpfen? Ja. Hey, hallo. Kamera. Nein, er kommt runter. Ich sterbe bald. Hey, Kamera. Ich kann die Kamera nicht irgendwie drehen. Das geht nicht. Aber jetzt geht's. Aber, ja, ihr seht, es gibt noch ein paar Probleme. Es ist nicht so komplett und ja. Irgendwie sind Jump'n'Runs manchmal ein bisschen anfällig auf Bugs. Die Entwickler machen meistens nicht genug das Spiel fertig oder so. Und das ist einfach das Problem. Ich glaube, wir müssen einfach weiter. Wir können hier echt nichts mehr machen. Außer ich muss irgendwie einen Knopf drücken zum Zeitreisen. Kann ich die aufschlagen? Nö. Ich dachte, sie wäre es gewesen, die Biene. Also ist einfach nur einmal möglich. Will sie aber nochmal schlagen. Antike Steine. Hat deine Mutter ihre Mangel verkauft? Was ist denn das? Sofaführerschein. Ist hier ein Sofa? Hä? Also hier komme ich scheinbar noch nicht weiter. Dann versuchen wir mal in die nächste Welt zu kommen. Ja, aber bitte nicht immer. Oh, bitte nicht immer so lange laden. Und scheinbar haben viele FPS-Probleme. Sie haben nicht 60 FPS. Manche haben nur 30. Und das liegt irgendwie am Herz vom Monitor. Hä?
Hey ihr beiden, wenn ihr an einem fortgeschrittenen Moves arbeiten möchtet, schaut euch meinen Übungsraum an. Ja, das haben wir schon mal gemacht, genau. Hier kommen wir scheinbar noch nicht rein. Ja, und wo soll ich dann hinkommen? Das Spiel erklärt uns nicht so, was wir denn zu machen haben. Oh, cool. Haben wir irgendwie was überlaufen? Ja, das Problem ist, wir wissen gar nicht, was wir machen müssen. Ich will aber irgendwo wieder rein. Ah, wahrscheinlich einfach im ersten Raum geht es irgendwo weiter. Hier geht es auch nicht durch. Die können ja auch hinweisen, wo man rein kann und wo nicht. 450 Zeit, das ist wahrscheinlich. Also, können wir irgendwie. Können wir herum? Nein. Es ist irgendwie richtig komisch. Es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie so komisch. Ah, vielleicht müssen wir irgendwo anders reinkommen. Vielleicht in den Fernseher rein. Das Ende. Hör auf zu schießen da unten. Ist der nächste? Nö. Also. Hör auf, einfach diesen Lärm zu machen. Eieiei, das ist das Hüpfen des Teiles, des Roboters. Also, nochmals. Start. Nö. Select. Das ist einfach die Menü-Taste beim Xbox-Controller. Da unten ist eine Konsole. Ja. Keine Ahnung. Goldfisch besuchen? Ich will aber zum Goldfisch rein. Okay, dann versuchen wir mal hier hochzukommen. Ey, was habe ich denn hier gemacht? Genau, so wollte ich. Ja, sehr gut. Hier ist auch nichts. Hier waren wir schon überall. Wir waren schon überall, aber... Eine Stampfattacke? Nö. Ich will aber eine Stampfattacke haben. Ich hab doch irgendwie... Ja, das müssen wir ein bisschen versuchen. Ich wollte hier rein. Das ist komisch. Ja, ja. Aber ich finde einen Bunny und einen Affe eigentlich sehr cool. Aber Yooka-Laylee, das Chamäleon und die Fledermaus, genau. Die waren irgendwie für mich am interessantesten. Banjo und Kazooie? Weiß es nicht. War eigentlich auch cool. Aber es ist halt so Mainstream. Wer kennt das nicht, oder? Man kennt die zwei nicht. Und Donkey Kong, da war Ram Lenki der coolste. Ja, der coolste nicht, aber der lustigste. Und der Didi, der mag ich sowieso nicht. Also ich muss irgendwo noch die Kinder suchen. Da habe ich, glaube ich, erst ein Kind gefunden. Da will ich mal rein. Behalten die. Oh Gott. Oh Gott. Ich will aber irgendwas machen können. Das Spiel hat irgendwie auch keine Moves zum Freischalten. Man kann schon alles. Jo. Es ist halt noch so eine Art Beta. Tut eigentlich einfach nicht zu viel verlangen. Antun, warten. Und dann habt ihr ein perfektes Spiel. Ich bin als Profi natürlich ein bisschen enttäuscht. Okay. Ich finde die schlimmsten Bugs in... Mach mal eine Mega-Attacke irgendwie. Hier rein. Was ist denn? Ich wette, man muss den Knopf da oben. Und die Kamera die ganze Zeit. Ich komme nie auf den rechten Button. Joystick. Nie. Und trotzdem. Bitte einmal oben bleiben oder so. Blödes Röhrchen. Kann.
Es geht nicht. Ich weiß es nicht. Nein, Meister. Die dummsten Tutorials, aber ich habe keine Ahnung vom Rest. Das, was nicht gezeigt wird, geht halt einfach nicht. Okay. Ich kann mich genau umstellen. Okay, an einer Wand. Okay. Lass mich doch jetzt. Ich hab's noch nicht herausgefunden. Merkt ihr vielleicht? Aber irgendwie muss doch das aufgehen. Da ist ein Item drin. Bin ich blöd? Ich bin, glaube ich, blöd. Ich sehe etwas nicht. Was ihr wahrscheinlich schon lange gesehen habt, aber nicht in die Kommentare schreiben. Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin ein armer, verzweifelter Let's Player. Es ist immer so. Wenn man Videos macht, man hat einfach irgendwas nicht im Kopf. Irgendwas denkt man nicht. Und muss es halt auch herausfinden. Ja toll, du bleibst stehen und... Ich habe die Taste nicht mehr gedrückt. Oh. Der hat ganzen Toast heruntergeladen. Okay, dann gehe ich halt wieder hier hoch. Mainstream will ich nicht immer. Ich will ausprobieren. Also die Spiele, Jump'n'Runs, Loot-Jump'n'Runs vor allem, machen am meisten Spaß, wenn ihr Sachen ausprobiert und Sachen merkt, die nicht gehen, weil irgendwie das Spiel andere Moves macht. Jo, und auch recht schwer ist für den Anfang. Also am besten mal Banjo-Kazooie oder so spielen, da gibt es ein gutes Tutorial, das zwar ein bisschen lange geht, aber immerhin wird alles erklärt. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler dann so meinen, sie müssen ja die Tutorials gar nicht so machen, dass es wirklich hilfreich ist. Kann man denn hier durchfliegen? Das RB? Aber RB macht nichts. Nein, ist es ein Fenster hier? Ja, es geht nicht ab. Man muss irgendwie hier hochkommen. Okay, nochmal hoch. Was ist das eigentlich? Eine Dose. Okay, man kommt hier hoch. Immerhin. Man muss wahrscheinlich hier dran hangeln oder so. Oh, gut, habe ich es noch geschafft. Also ich habe keine Ahnung, echt. Ich will hier rüber, aber es geht nicht. Man muss irgendwie durch das Schacht kommen, aber es wird nicht erklärt. Ich habe das im Tutorial nicht gesehen. Also wo ist das Schacht? Schacht. Schach spielen möchte ich auch. Aber wo ist jetzt das Schacht irgendwo hin? Nein, das war im Vorder... Also es war nicht in diesem Raum. Ah. Lüftung. Hat es irgendwo eine Lüftung? Eigentlich müsste ja die Lüftung beim Herd sein. Und die Kamera geht echt nicht. Also wenn ihr umschaut und immer wieder in den Eco-Modus geht, das geht echt nicht. Das muss noch... Da, aber... Es geht eben nicht auf. Das haben wir auch schon versucht. Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich brauche Hilfe. Bitte, hilf mir. Ja, cool. Das ist ein Spiegel. Oh nein, ich habe mich umgedreht. Bitte lasst mich rein. Bitte, ich habe doch nichts gemacht. Ich kann wirklich nichts... Nichts machen. Okay. Wie habe ich jetzt das gemacht? Ich habe kurz einen Blitz unten gesehen und dachte, das wäre eine Stampfattacke oder so. Das geht nicht mehr. Muss ich echt jetzt überall nachschauen, wie man steuert, weil das Tutorial einfach nicht gut genug ist? So einfache Sachen wurden ja erklärt. Aber nicht irgendwie so, mach eine Stampfattacke.
Also irgendwie müssen wir zum Spinnitz. Heute die Suche mit Drago. Die Entwickler nichts erklären und sofort alles eigentlich ziemlich schwer verstecken. Hab ich so das Gefühl. Also einfach die Durchgänge so schwer machen. Habe ich hier schon mal gedrückt? Hä, es geht nicht. Ja, welchen Knopf? Ja, weißt du, es steht RB, aber es ist Y. Oh, meine Güte. Endlich habe ich das herausgefunden. Es ist einfach die falsche Taste. Pass auf, einige Gegner sind hinterhältig. In der Regel kennst du an Größen oder Umgebungshinweisen, wenn sie sich in der Nähe befinden. Sind sicher die, die aus der Wand kommen. Ja, danke. Ja, das habe ich schon gemerkt. Okay, und hier muss ich einfach warten. Okay, es passiert gar nichts. Okay. Also, danke, liebes Spiel, dass du das nicht erklärt hast, weil die falsche Taste zu sehen ist. Sofa-Führerschein haben wir jetzt gefunden. Okay. Und das ist irgendwie ein Checkpoint. Okay. Hey, ich bin's, deine freundliche Selbstwehr. Selbstverständlichkeitssagerin dieses Checkpoints. Selbstverständlichkeitensagerin, okay. Speichern deinen Standpunkt in der Randzeit. Gute Übersetzung. Was du mal vorzeitig das zeitliche Segnis. Okay. Ja, machen wir. Aber wenn wir es nicht gerade so verstehen. Versuch einfach überall die Stampfattacke zu machen, aber sie geht einfach nicht. Ja, ja. Das werden wir auch herausfinden. Hallo. Oh, schöner Jump. Cool. Und das ist? Yay, einen Kuchen. Jetzt brauche ich noch einen. Gut. Ich glaube, ich bleibe mal unten und hole mir erstmal alles unten. Ich bin immer so einer, der auch gerne zu oberst anfängt, aber wenn wir jetzt noch nicht so gut hochkommen. Boah, mega Kick. Geil. Und ihr kennt es wahrscheinlich, in später bekommt man nämlich mehr so viel Heilung, okay. Ah, ein Tresor ist zwar verschlossen, aber mit 5 Schlüssen bekommst du ihn auf, okay. Ha, ein Tresor, nein, ich wollte das nicht für mich. Ah, das ist der Tresor. Ich dachte, was ist denn das? Ja, ja, Schlüssel sammeln. Mann, ich will unbedingt hier Ketchup. Aufspitzen lassen, noch mehr. Dachte schon, es ist irgendwie so französische Wappenzeichen von früher. Das alte französische Wappen. Ein Banner oder so. Ich wollte eigentlich auf die Pflanze kommen. Ja gut. Dankeschön. Ja, ja. Machen wir das normal. Nicht irgendwie falsch. Hey, yo. Also ich finde das Spiel eigentlich recht gut. Aber es ist nicht fertig. Es ist. Ich habe irgendwie so das Gefühl, jo. Das Spiel ist auch nicht so beliebt schon. Zuschauer habe ich da noch nicht so viel gehabt. Und es gibt noch nicht viele Videos. Schaut euch einfach mal bei YouTube in der Suche Life and Range an. Es gibt nicht viele Videos. Ah, oh, toll. Ich bin gerutscht. Gerollt. Ja. Die geben, glaube ich, Heilung. Und nicht immer. Nochmals die Taste. Und es gibt nicht so viele Items zum Sammeln. Nur eigentlich diese Uhren. Und die blauen violetten Münzen. Wenn ich doch diese Taste drücke, dann will ich auch, dass du rollst. Also nochmals. Also. Vielleicht ohne die RB-Taste auch zu drücken. Genau so. Also. Liegen. Okay, hier kommen wir scheinbar noch nicht hoch. Eben der Dampf ist, glaube ich, irgendwie verändert worden oder ausgegangen. Ich habe es nicht so sehen können.
Und ja, so die Fernseher, Kommode und die Konsole, die ist einfach nochmals, ja, wiederholt. Wir haben sie einfach kopiert und wieder hingestellt. In dem nächsten dann. Aber, ja. Ich bin halt einfach auch ein bisschen mehr Kritiker, weil ich natürlich Spieltester bin. Eigentlich. Und Spielentwickler und solche Sachen mache ich natürlich nicht falsch. Aber machen gerne andere Entwickler halt falsch, weil sie Zeitgründen, wegen der Zeitgründen vor allem, ja, meistens die Spiele rauswerfen müssen, dank dem Publishern. Und ja, ich tue immer die falsche Taste. Also nicht die falsche Taste, aber immer die RB-Taste gleichzeitig. So. What the fuck? So, wieso nicht besser machen? Wieso habe ich jetzt ein Leben verloren? Ah. Also die Steuerung ist leider nicht so gut. Okay, die Tür ist aufgegangen. Wie geil. Wir müssen nicht mehr unten. Können wir hier hoch? Ich glaube, wir müssen hier hoch. So, jetzt muss ich kurz. Noch 9 Minuten. Sehr gut. Wir müssen sicher hier hoch. Nein! Wieso bist du festgehangen? Habt ihr gesehen? Es war irgendwie eine unsichtbare Wand. Ich hoffe, wir können da drüber. Sonst rufe ich die Polizei an. Ich komme hier nicht hoch. Nein, die Feuerwehr. Ey. Katze vermisst. Bitte holen Sie die Leiter. So. Und jetzt bitte nochmal. Das haben wir ja schon gemacht. Es passiert einfach nichts mehr. Wieso ist der Knopf immer noch draußen? Ja, ja, also es ist. Das Spiel ist einfach ein bisschen. Muss das sein? Liebe Entwickler, ihr habt ein Jump'n'Run. Ihr müsst das machen, funktionabel. Wenn ihr das nicht macht, weil ihr einfach ja runterrutscht, die Spieler runterrutschen lässt oder eine unsichtbare Wand, dann ist das Spiel noch nicht fertig. Dann veröffentlicht es bitte noch nicht. Aber genau das ist es so, man ist eigentlich in der Mitte, man hüpft und man läuft noch einige Zeit. Ja, ja. Ich wusste es, es ist einfach nichts. Das ist Faulheit. Aber okay. Ich muss nicht so verübeln, ich kann es ja selber nicht gut. Macht es erstmal nach, bevor ihr kritisiert. Spielentwickler. Spieltester. Geldraube. Ja, ja. Das ist jetzt auch nicht so gut gewesen, weil der antike Stein ist ein bisschen weiter drüben gewesen. Da. Und ich glaube da. Und ungefähr hier. Und ich habe ihn hier eingesammelt. Das ist jetzt auch nicht so gut. Aber okay. Beim Ventilator ist diesmal nichts. Haben wir noch irgendwo einen Knopf? Da unten ist eben noch etwas. Aber müssen wir an die Uhr kommen? Nein. Nein. Die Vase geht kaputt, oder? Das ist ein Ding. Nicht mit deutschen Wörtern. Komm, also Ding. Weltkarte. Genau. Erdball. So, da draußen ist noch etwas. Müssen wir wieder hochkommen? Okay, sie sind nicht draußen. 5. Das heißt, wir haben alles. Jetzt noch die Bienen.
Und noch ein bisschen Leben. Sonst müssen wir besser spielen. Aber die Gegner kommen nicht mehr. Soll ich kurz resetten? Hm. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich noch machen soll. Also es bläst auch gerade um. Ja, das wurde verändert. So cool. 10. 1. Das wurde irgendwie verändert. Das hat man halt auf dem... Ja, auf der Kamera war gar nicht gesehen. Jetzt muss ich aber schauen, ob irgendwo ein Gegner ist. Und das ist auch noch so eine Zeiteinheit. Aber was die Zahlen heißen, weiß ich nicht. Hm. Okay, Waschmaschine. Ja, toll. Dann schießen sie nur und los. Ich glaube, ich sterbe bald. Ja, es gibt keine Heilung. Also das Spiel ist eher für Fortgeschrittene. Sag ich mal. Die einfach auch erst kürzlich in Jump'n'Run gespielt haben. Und nicht so wie der Drago. Weil seit 2017 nicht mehr ja, Yooka-Laylee gespielt und so. Das muss ich auch mal noch livestreamen oder so. Ich weiß nicht, ob ich ein Let's Play... Ja, ich denke eher ein Let's Play mache. Aber... Ich brauche ein paar mehr Zuschauer, das schaut wahrscheinlich sonst niemand. Ich bin immer ganz alleine. Bitte unterstützt mich, sonst vereinsame ich. Antiker Stern von Langfingerfinger. Okay, ich habe ihn extra verarscht, habt ihr gesehen? Ich wollte ihn unbedingt noch abfangen, wenn er gerade bei mir gekommen ist. Jo. Sehr schön. Und... Bitte unbedingt Kritik und Feedback, also auch Positives, natürlich mal in die Kommentare schreiben. Und jo, würde auch gerne ein paar längere Zuschauer, also die mehr um Video schauen, sehen. Die meisten Schade werden zwar einfach Bauchklatscher RB betätigt, aber manchmal ist auch ein wenig mehr Druck B erforderlich. Das denn? Das ist der Bauchklatsch, aber eben die Tore sind nicht aufgegangen. Also hier geht's scheinbar nicht. Ja, aber das ist nur drehen, das ist nicht Bauchklatschen oder mehr Druck. Keine Ahnung. Und jetzt? Hä? What the fuck? Hä? Hier kann man auch nicht rein. Hallo. Ja, ich will aber irgendwie... LOL! Was ist denn das für eine schnelle Überschwemmung? Okay! Liebe Entwickler, danke für diese Sachen. Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass ich so etwas machen kann. Alles überschwemmen, komplett. Head and Shoulders! Die neue... Ja, Duschgel. Deutsch wieder mal. Ja, das ist ein bisschen blöde gelaufen. So, dann mache ich jetzt gleich mal jo, den Part zu Ende. Muss noch ein bisschen schwimmen lernen. Kann man irgendwie schneller werden? Ja, mit was? Hm. Ich glaube, das können wir auch nicht da unten betätigen. Es wird aber eigentlich angezeigt, aber bitte schneller. Ey. Geht doch nicht sonst. Runter mit, das ist eine Pfeiltaste X. Ja. Aber... Irgendwie muss ich da ein bisschen kombiniert drücken. Ist sehr langsam im, Schwimmen. Okay, ich habe eben alles noch nicht so draußen. Gut, ich denke, ich kann auch ein bisschen länger noch machen. Einfach noch dieses Level fertig machen. Ich mache wahrscheinlich so Abteil, oder? Bis ich ein komplettes Level gemacht habe in einem Part. Und wenn es zu lange dauert, mache ich ja zwei Parts. Aber so auseinanderschneiden tue ich jetzt mal noch nicht.
Puh, du hast sie gefunden. Tut mir leid, dass du nicht mit der Zeitmaschine wieder in den Zeitstrom einsteigen kannst. Aber solange Daukus noch frei rumläuft, haben wir keine Zeit, den Prototypen zu verbessern. Spring einfach rein, dann reisen wir zurück in den Raum zwischen der Zeit. Okay. Ich möchte aber kurz noch. Na, hier rüber. Also. Nancy heißt sie ja. Toll, dass du mich gefunden hast, die Zeitmaschine. An deinem Handgelenk ermöglichen wir es mir, noch präziser an bestimmten Koordinaten wieder einzusteigen. Und sobald wir genug Zeit haben, kümmern wir uns auch um eine Navigation. Das verspreche ich dir. Boah, der Salat hat mir nicht gut getan vorher. Das Wasser sieht gut aus, oder frisches Wasser. Okay. So können wir in die Dusche. Ich glaube, wir müssen von vorne irgendwie kommen. Sehr gut. Oh, ich wollte aber nochmals. Das ist eine goldene, das ist wahrscheinlich ein Leben mehr. Das ist so ein Health Point mehr. Aber ich habe immer noch Probleme mit dem Schwimmen. Muss einfach so oder gedrückt halten. Ja, okay. Mit LB schwimmt man schneller. Die letzte Taste, weil man, wenn man nur kurz drückt, schwimmt man nicht schneller. Man muss wirklich gedrückt halten. Und ich bin halt nicht so der Konsolensteuerungsspieler. Und deshalb, ja, also Controllersteuerung bin ich nicht so oft. Aber in GTA Roleplay. Wie? Also kann ich hier nicht töten? Okay, das ist auch wieder ein bisschen buggy. Aber man muss auch gedrückt lassen. Okay. Ja, die Steuerung könnte besser sein. Und hier ist der Tresor. Okay, offen jetzt. Also, dann haben wir hier oben noch. Ich habe immer noch so wenig Leben. Ja, wenn man halt einfach noch einsteigt und bei den meisten Gegnern Schaden bekommt, oder? Muss ja herumschießen. Gibt es halt einfach noch ein bisschen Probleme. So gedrückt lassen. Sehr gut. Da ist auch noch eine Münze. Okay. Dim, dim. So, wo haben wir noch etwas vergessen? Da unten? Ne, das ist ein, das Y-Anzeigezeichen. Ich denke, wir sind fertig. Ja, Uhren haben wir genug. Aber 7 von 10, also 3 Feen. Schlüssel. Jetzt muss ich hier runterschwimmen. Oh, warte, Tresor. Also, das ist blöde zum Schwimmen. Zuerst muss man die X-Taste drücken. Und dann noch die LT-Taste, also so ein bisschen kombinieren. Das ist ein bisschen. Wo war jetzt der Tresor? Bin ich blind? Manchmal bin ich schon blind. Also liegt einfach an meiner Krankheit. What the fuck? Ich habe einfach nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen, dass man keine Luft mehr hat. Sonst kann man länger schwimmen in manchen Spielen. Aber wo ist jetzt diese blöde. Wo ist der Tresor? Ist er nach oben gekommen? Hä? Ist er im Vorraum? Wie kommt man jetzt in den Vorraum? Irgendwo ist doch ein Fenster gewesen. Da oben? Nein. Ich habe keinen Überblick gerade mehr. Irgendwo ist. Hier unten, okay. So. Schauen wir noch kurz. Ja. Ist besser, auch ein bisschen größere Parts zu haben. Muss halt einfach nur geschaut. Aber ich. Ja, ich sag's jetzt nicht, dass ihr es machen müsst, gell? Es ist aber schon ziemlich cool. Jetzt muss ich nur Übersicht haben. Okay. Jo, man muss einfach 20 Tasten drücken, aber es geht.
Also Banjo-Kazooie war viel einfacher. Auch wenn die Kamera vor allem sehr schlecht war. Ja. Also hier ist es nicht. Es war eigentlich in diesem Raum, hä? War nicht in diesem Raum, das war der Anfangsraum. Meine Güte, wieso bin ich jetzt hier in diesem Spiel so schlecht im Sachen. Ja, hier was. Ja. Aber es ist ein bisschen unübersichtlich, habe ich das Gefühl. Sieht halt alles ein bisschen gleich aus. Ja. So, ich denke, wir sind fertig. Wir gehen jetzt in den anderen Raum wieder. In den, ins Badezimmer. Und sonst habe ich hier nichts mehr zu machen. Sie hat einfach einmal ertrunken. Und ja, müssen wir ein bisschen üben. Dürft mir gerne ein bisschen helfen. Und eben, wenn ihr mir helfen könnt, auch einfach ein bisschen lange schauen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen sagen, was nicht gut ist. Und ja, auch sagen, was gut ist. So. Aber eben, ich habe schwere Krankheiten, es kann nicht optimal sein bei mir. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, oder? Aber es wird schon wieder ein bisschen besser. Krankheit ist auch wieder ein bisschen am Vorbeigehen. Jo. Ich muss jetzt hier rüberkommen. Ja, über den Schwamm. Gut. Gehen wir hier noch rein, damit wir nicht mehr hier hinlaufen müssen. So, X-Taste wahrscheinlich. X-Taste. Ich habe beide gedrückt. Also was passiert jetzt? Jetzt geht einfach das nächste Tor auf. Oder sind wir jetzt in der Vergangenheit, in der Zukunft? Ja. Wir kommen raus und das nächste Tor geht auf, oder? Sehr gut. Also. Einfach mal kurz schauen. Orientation ist das. Das Tutorial. Dankeschön. Ah, wieso wird denn das angezeigt, das Tutorial? Einfach weil das natürlich zu Wort ist, denke ich mal. Ja, man sollte irgendwie das bespringen können. Das ist ein bisschen, ja, nervig. Aber wirklich schönes Spiel. Eben bei mir hört ihr auch manchmal immer ein bisschen das, was noch nicht so gut ist, aber das hilft auch den Entwicklern und wenn es euch nervt, dann mache ich einfach weniger. Aber es fällt einfach auch auf, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Also ich habe jetzt momentan vielleicht hier durch? Wo geht's hier durch? Oh. Okay, ich glaube, das machen wir dann das nächste Mal. Einfach hier ins dunkle U-Bahn. Ja, die U-Bahn. Es scheint irgendwie so 18. Jahrhundert zu sein. Ne? Okay. Dankeschön fürs Schauen. Nächster Part kommt wahrscheinlich schon morgen. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so den Unterschied gesehen, aber es wurde wahrscheinlich schon etwas gemacht. Werde ich mich noch informieren und auch vielleicht ein paar Tipps holen oder so. Mal alles durchsuchen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Tschüss.